Ein Puja ist eine besondere Meditation, in der es für uns ganz leicht ist, ein Stadium zu erreichen, wo wir unser Selbst wesentlich tiefer spüren als sonst. Die Magie des Pujas oder warum das funktioniert, funktioniert über Hingabe. Und zwar die Hingabe zur göttlichen Kraft. Und das drückt sich dann aus, wenn wir mit Shemataji ein Puja gemacht haben, dass wir einfach Lieder anbieten. Das drückt sich in einer Zeremonie aus, wo auch die Füße gewaschen werden. Das ist etwas, was wir auch aus der Bibel kennen, was mit Jesus gemacht wurde. Und wo dann eben Blumen angeboten werden. Und wo hin und wieder auch mal ein kleines Geschenk angeboten wird. Und da hatte ich genau an diesem Puja in Indien, wo ich meinen allerersten Touchdown in Indien hatte, hatte ich die Möglichkeit, Shemataji ein Geschenk zu geben. Und vorher war ich in Marokko. Und ich habe so ein silbernes Marokko, ein silbernes Berber-Armband gekauft. Und das habe ich hier auf einer Bananenschale dann überreicht. Nicht auf einer Bananenschale, auf ein Bananenblatt habe ich ihr das überreicht. Bananenschale wäre schon schlimm. Das war ein Bananenblatt und ein wunderschönes Silberarmband von Berbern gemacht. Und das war mein allererstes Geschenk, das ich ihr da gegeben habe. Und dann irgendwann im Laufe der Zeit, viele Jahre später, kamen dann natürlich so Gedanken durch den Kopf, wo man sich dann denkt, naja, so viele Geschenke und da wird ja Reichtum angehäuft. Und Shemataji hatte auch mehrere Häuser. Sie hat ein wunderschönes Haus dann später in Italien gekauft, das wie eine Burg war und wo auch Yogis geholfen haben, das zu restaurieren. Da kann man sich natürlich denken, naja, das ist ja mit Dingen, hat es mit Dingen zu tun, die mit Yoga gar nichts mehr zu tun haben. Und etwas, was wunderschön war, ist, wie Shemataji dann älter war, hat sie all diese Dinge den Sahaja-Yogis geschenkt. Sie hat ihre Häuser verschenkt, sie hat ihren Schmuck verschenkt, sie hat alles, was sie bekommen hat, hat sie den Yogis geschenkt. Und jetzt hat man auf der ganzen Welt Gegenstände, die von Shemataji durch ihre Berührung auch geheiligt wurden. Und die sich jetzt in unseren Sahaja-Yoga-Zentren finden, die an sie erinnern, die uns an diese wunderschöne Zeit erinnern. Und hat uns auch dann das wunderschöne Gefühl gegeben, wie man mit diesen materiellen Gütern umgeht. Also es geht nicht darum, da möglichst viel davon anzuhäufen, sondern dass man Materie dazu verwendet, um Liebe zu geben. Und das haben wir durch sie erfahren und das war eine wunderschöne Lektion.